So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir befinden uns hier im Rokora Forest, ja, das ist ein Habitat in Meiningen. Wir sind nicht beim Go-Fest, aber guckt mal an, so sieht das hier aus. Da ist so eine Steinmauer, beziehungsweise mehrere. Da ist eigentlich wie so ein Grillplatz, hier können die Anwohner immer grillen, sich niederlassen, da gibt es genügend Sitzmöglichkeiten. Da unten ist auch gleich der Spielplatz, da war auch das Sommerfest. Hier habe ich ein fettes, großes Insektenhotel gefunden, wo ich nicht weiß, kann man das einreichen, ja? Das ist ja von Menschenhand erschaffen, das ist ja nicht im Hagebaumarkt gekauft oder so, das ist ein richtig großer Oschi. Kann man das einreichen als Pokestop? Wir müssen es mal probieren, ich vergesse es aber immer. Ich vergesse es auch jetzt, gerade in dem Moment, wo ich es erzähle. Hier ist noch so ein Beet, aber das interessiert mich. Ich warte jetzt 10 Minuten, es ist gerade 16.50 Uhr, 17 Uhr. Müsste eigentlich heute am Mittwoch, am 21. Juni, die Rokora-Forschung, ich hoffe, das heißt auch so, Rokora, die Rokora-Forschung bei allen erscheinen, die ein GoFest-Ticket für das globale GoFest gekauft haben, beziehungsweise die, die vor dem 5. Juli, vor dem 5.7. ein GoFest-Global-Ticket erwerben, die bekommen zusätzlich eben diese Rokora-Forschung. Ist wahrscheinlich nur eine Seite. Die werden wir uns aber gleich angucken, was man auf der Seite machen muss, und werden uns exklusiv ein Rokora vorab schon mal abholen, bevor das dann später im Laufe des Go-Festes oder der Go-Feste irgendwie aus Feldforschung oder so auftreten kann, holen wir uns vorher schon eins. Sonne kommt wieder raus, kurz warten, Rokora-Forschung. So, es müsste 17 Uhr sein. Ich nehme noch mal kurz einen Schluck aus der Biala Trinkflasche, ne? Wenn andere immer ihre ganzen komischen Sponsorgetränke in die Kamera halten, halte ich einfach die Trinkflasche, die mir die Biala damals geschickt hat, in die Kamera. Eine super geniale Edelstahlflasche und die ist mega kalt. Ich habe da gerade Leitungswasser rein. Das fühlt sich an, als wären da Eiswürfel drin. Danke Biala, Grüße gehen raus. Ist immer gut, die dabei zu haben, gerade wenn es so heiß ist. Und ihr braucht gar keinen Scheiß, trinkt einfach Leitungswasser und dann kriegt er schöne Würmer im Magen. Das ist mein Ziel nämlich. So, ich sehe schon hier unten rechts, das Symbol ist orange, das Fernglas ist orange, das heißt, hier muss was Neues erschienen sein. Und ich sehe es, ich musste die App nicht mal neu starten, es ist einfach aufgetaucht. Befristete Forschung, ungeschliffen. Ihr habt jetzt 65 Tage und 16 Stunden Zeit. Müsste der Zeitraum sein, solange wie die aktuelle Season noch läuft, also bis zum Ende von Hidden Gems, habt ihr Zeit, diese Forschung zu machen, die ihr halt kriegt, wenn ihr vor dem 5.7. ein GoFest-Ticket erworben habt. Spiele 5-mal mit deinem Kumpel, öffne 5 Geschenke, lande 10 großartige Würfe, verwende ein Power-Up bei 10 Pokémon vom Typ Gestein oder Fee, fange 25 verschiedene Arten von Pokémon. 5-mal mit dem Kumpel spielen, da müsste man ja hier auf den Kumpel drauf gehen, müsste auf Spielen drücken, dann positioniert er sich hier, das seid ihr auf dem Stein, und jetzt muss ich nur noch an dem rumrubbeln, ungefähr so. So, das ist 1, wir rubbeln weiter, 2, ist auf jeden Fall voll die heftige Aufgabe, 3, alle guten Rubbler sind 3, wir machen die 4 und der letzte Rubbler für heute, danach wird nicht mehr gerubbelt, das sage ich euch, 5. Spiele 5-mal mit deinem Kumpel. Was für eine heftige Aufgabe. Weiter geht's mit, öffne 5 Geschenke. Eigentlich nehme ich das am Mittwoch 17 Uhr auf und danach ist auch noch die Raid Mania, wo auch Interaktionen stattfinden. Ich gucke jetzt aber trotzdem mal in meine Freunde rein. Gebt mal interaktionsfähig ein. So. Und schenkbar, damit ich weiß, wer kein Geschenk hat. Denn das sind Leute, die können gar nicht für eine Interaktion sorgen, weil sie kein Geschenk von mir haben, können sie keins aufmachen. Ich muss also aufmachen. Wenn jetzt einer dabei ist, mit dem ich, wo ich weiß, dass der vielleicht mit mir in der Raid Mania raidet, würde ich da aber auch nicht öffnen. Ich würde jetzt einfach mal kurz hier so gucken, nach Freundschaftslevel sortiert.
Kids on Gohan, weiß ich gerade gar nicht mehr, wer das ist, hat wieder jemand seinen Namen umbenannt. So, Aliton, da kann es sein, dass wir miteinander raiden. Hosenmops? Nee, Hosenmops. Glaube ich, Raidmania nix, mache ich aber auf. Grüße an die Claudia, Kasperlkopfine. Sehe ich, glaube ich, auch nie in der Raidmania, mache ich aber gerne auf. Seht, ich mache nur Damen auf. Wenn ihr geöffnet werden wollt, seid einfach Damen. Spaß. Rexy! Ist eine Dame, machen wir mal auf, weil ich glaube nicht, dass sie mit mir in der Raidmania interagiert. Und wenn doch, ist auch nicht so schlimm. So, das sind Akribie. Ich sage jetzt einfach mal, Akribie oder Akribi ist auch eine Dame. Mache ich also auch mal auf und eins brauche ich noch. Schafft man noch eine Dame? Zelda, Feuerwehrfrau. Aber wenn Baloo einlädt, ist ja Aliton und Feuerwehrfrau auch mit drin. Wir machen also noch Zelda auf, das ist nämlich die Sina. Und die Sina habe ich, glaube ich, auch in der Raidmania noch nie interagiert. Jetzt habe ich 5 Geschenke geöffnet von 5 Leuten, wo ich mir sicher bin, dass sie nicht in der Raidmania interagieren. Lande 10 großartige Würfe, fange 25 verschiedene Arten von Pokémon. Die Power-Ups mache ich ganz am Schluss, nämlich erst am nächsten Tag, weil ich gleich nämlich rein muss und muss die Raidmania streamen, da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Ich werde es also jetzt am Mittwoch anfangen und am Donnerstag fertig machen. 10 großartige Würfe, 25 verschiedene Arten. Die Würfe werden bestimmt bei der Raidmania sowieso fertig. Wir können jetzt aber mal schauen, ob wir es hier schaffen, bei den Pokémon, die hier sitzen, Junge, großartige Würfe zu machen und vor allem die Arten einzusammeln, die das sind. Da sitzt noch ein Felilu unter mir. So, das ist großartig und es ist gehüpft. Natürlich hat es jetzt nicht funktioniert. Hinten sitzt ein Wablu. Wablu können wir noch antippen. Wir probieren einfach mal ein paar aus. Und er hüpft wieder hoch. Er fliegt wieder weg. Hier ist ein Imantis. So, Imantis genau auch gehüpft, genau im selben, in dem Moment, wo ich drauf werf, hüpft es einfach weg. Wieso füttern wir eigentlich keine Bären? Das hätte vielleicht Sinn. Er greift an und wieder daneben, aber ist wenigstens gefangen. Sonst habe ich hier nichts und kann gar nichts machen. Ladybar können wir noch antippen, Ladybar können wir noch mitnehmen. So, Ladybar, bitte, du großartiger Wurf. Liminib. Ist nicht drin geblieben, oder wie? Können wir noch mal probieren. ich schaff's einfach nicht. Großartig zu werfen. So, jetzt haben wir bestimmt noch was im Queststapel, oder? Wenn wir hier reingucken. Vielleicht im Queststapel noch kurz was mitnehmen. Dass wir da vielleicht noch ein paar Würfe fertig machen. Onyx am Start. Onyx kann man auch immer sehr gut treffen. Werfen wir einfach so drauf. Das ist großartig. Wie viel braucht man noch? Oh, noch 6 Würfe. Wir versuchen mal noch 6 Würfe zu machen. Pandir bewegt sich sonst auch immer hin und her. Den Quest. Ich habe keinen Queststapel mehr. Was mache ich denn jetzt in der Raidmania? Da fange ich doch immer die Queststapel-Pokémon. Ja, dann können wir nichts machen, außer hier das Imantis nochmal abzuwerfen, wo wir wieder daneben werfen. Die Power-Ups mache ich, wie gesagt, danach. Die restlichen Würfe werden wahrscheinlich in der Raidmania noch hinzugefügt werden, draufgehen. Das habt ihr ja vielleicht geguckt am Mittwoch. Ansonsten muss ich mal wieder ein paar Sachen in den Queststapel reinhauen, denn hier ist jetzt leider nichts mehr da. Und ich wollte die gemütlich im Sitzen lösen, um zu zeigen, dass man das auch im Sitzen machen kann. Ich könnte natürlich Rauch anmachen, damit noch was spawnt. Aber naja, ich zeige euch einfach den Rest, wenn der Rest fertig ist, mit den Power-Ups. So, passend nach der Raidmania melde ich mich zurück. Habe jetzt nur noch eine Aufgabe fertig. Eine Aufgabe, die ausstehend ist. Alles andere ist fertig. Verwende ein Power-Up bei 10 Pokémon vom Typ Gestein oder Fee. Jetzt habe ich gedacht, wenn das 10 sind, werde ich einfach 5 Feen und 5 Gestein. Power-Upen, habe mir hier einen Suchbegriff gemacht. Habe 4 Sterne und Krypto und Gestein eingegeben. Dieses Despo da ist schon gemaxt auf 50. Das ignorieren wir mal. Hier ist ein Anorith und ein Amaldo. Bei diesem Amaldo geben wir jetzt 5 Power-Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Machen das gleiche nochmal mit dem Typ Fee. Das heißt, wir machen Gestein jetzt wieder weg. Geben Fee ein. Schauen wir mal, was da ist. Ein Granbull. Dieses Granbull bekommt jetzt auch 5. 1, 2, 3, 4, 5 auf 1130.
Frage mich sowieso, wieso das noch nicht gemaxt ist. Also da sind auf jeden Fall die XL genügend da. Bei dem Amaldo, ja, da fehlen die XL, da bräuchte ich vielleicht noch ein bisschen was. Jetzt müsste die Aufgabe fertig sein. Jetzt können wir hier abholen. Ein Lokmodul, 10 Hyperbälle, 500 Sternenstaub, ein Glücksei und, was ist das? Ein Onyx. Onyx hat eine richtig hohe Shiny-Rate, also würde mich nicht wundern, wenn das bei einigen da als Shiny rauskommt aus der Quest. Beziehungsweise manche haben ja die Quest nicht, weil die halt das GoFest-Ticket nicht haben. Aber ich sag's nochmal, wenn ihr bis zum 5. Juli das Ticket kauft, dann kriegt ihr auch diese Quest. Und das heißt, ihr kriegt diese Gratis-Forschung zum globalen Ticket dazu, in der auch ein Glücksei drin ist und ein Lokmodul. Also schon alleine die Items machen da eigentlich einiges wieder gut. Jetzt wollen wir uns aber dieses Rokaro abholen, drücken hier drauf. Es steht einfach vor uns mit 601 WP. Ich kann jetzt mal so drücken, dann seht ihr den AR-Modus. So, da hinten steht einer in der Ecke und telefoniert. Hier sitzt das Ding jetzt in der Wiese rum. Hier liegt noch ein anderes Handy. Hier drüben steht ihr. Und ich drücke jetzt mal drauf, um das zu fangen, weil es nicht fliehen kann. Nehmen wir diesmal direkt eine silberne Beere. Das sieht halt dann auch so ähnlich aus wie S. Nehmen irgendeinen Ball. Werfen wieder mal daneben, also wie immer. Jetzt ist die Sonne genau hinter dem Baum. Hier ist bestimmt neuer Challengeplatz, wenn ich mit Hannes mal wieder Maßgetränke teste, dass wir uns hier hinsetzen und eine Rhabarbermaß testen. Das wär's doch. So, ist jetzt eingetragen, 7 Bonbons gab es, 601 WP und jetzt Bewertung, das ist jetzt das Wichtigste. Dein Rokara ist riesig, hat sogar 3 Sterne, 11, 13, 14, 21.06. Eigentlich wollte ich das am Freitag hochladen, ich werde es aber jetzt am Donnerstag hochladen, dafür das Krypto-Regi-Rock von Giovanni am Freitag hochladen, wenn nicht wieder was anderes dazwischen kommt. So. Habt ihr ein Rokara bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr vielleicht sogar ein 100%iges bekommen? Dann könnt ihr das direkt als Schocker der Woche einreichen fürs nächste Mal. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Das ist nämlich wieder weg, 65 Tage Zeit. Kann man gemütlich in einer halben Stunde alles machen. Und ja, dann war es das von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.